Hallo, ich hatte ja bei Facebook gepostet, dass bei mir Land unter war, wegen Wasser und Bad und Rohr. Müssen wir bis Montag jetzt warten, ist aber nicht so schlimm. Und darum melde ich mich wieder zurück. Ich hoffe, dass es nicht schlimm wird und dass wir nicht ewig warten müssen. Naja, aber man weiß es halt nie vorher. So, und ich wollte euch zeigen, Tag 10 gibt es was von Altnew. Das sind hier diese Blumen. Da dachte ich an meine Leute, die in der Gruppe auch ATCs zum Beispiel machen. Und das ist ein Set. Da kriegt ihr die Stanze und die Blümchen in einem. So schaut es dann aus. Und so. So, und dann dachte ich mir, wir arbeiten heute mal vielleicht mit goldener Folie für eine Schrift. Und auf alle Fälle arbeite ich mit Aquarellpapier. Ich muss meine Tochter schnell hochsetzen. Die rutscht gerade irgendwie durch die Hunde vom Stuhl. Mein Signal ist weg. Warte, Mama hilft dir. Kleine Terra-Else jetzt hin. Wo ist denn deine neue kleine Terra? Ne, das ist Honey. Terra-Else, habe ich gesagt. Der ist abgehauen. Ja, ja. Der eiert woanders rum. Keine Ahnung. Ist mir wurscht jetzt. So, ich bin wieder da. Entschuldigung, dass ich kurz weg war. Aber ich muss Belly da immer helfen, weil der Kleine nur Blödsinn im Hirn hat. Nein, Honey, du kannst jetzt nicht hoch. So, und zwar arbeiten wir heute wieder mit Aquarell. Und ich habe mir das schon zugeschnitten auf eine A6-Karte. Dachte, das schaut ganz lustig aus. Und zwar würde ich das jetzt auf der einen Seite mal verblenden. Da würde ich das Maulbeere nehmen oder das die Maulbeere nehmen von Lavinia. Brauche ich das Papier gar nicht weg. Von heute habe ich es noch nicht. So. Und das würde ich jetzt so dezent auftragen, gar nicht so dick, weil wenn ihr die Maulbeere dick nehmt, wird so lila, und wenn man es dezent nimmt, dann ist es so rot-rosa. Würde ich jetzt so leicht hier die Karte mal verblenden. Dauert jetzt 2 Minuten. Am Rand eben dunkler. Und dann in die Karte rein, heller. Also ihr seht, hier am Rand ist ein bisschen dunkler. Wir wollen ja auch einen Effekt haben. Und dann eben in die Karte ein bisschen heller. Würde jetzt in dem Fall, ich hoffe, dass man was sieht, so ausschauen. Nehme ich ein bisschen Wasser und sprühe das an, wie ich das immer mache. Da brauche ich einen Kleenex. Tupfe das kurz ab. Schwuppdiwupp. Und schon habt ihr so einen Effekt. Würde ich jetzt fast halt, Stempelkissen können wir zumachen. Würde ich jetzt fast noch da oben was hingeben, wartet. Und ich habe meine Wasserflasche wieder. Ein bisschen besser. So. Gehen wir nochmal mit dem Tuch kurz drüber.
oben und unten. Dann machen wir es warm. Wenn ich an den Föhn komme. Kurz trocknen. Also wir brauchen, da unten ist noch Wasser. Wir brauchen es ja jetzt nicht gleich. Da warten wir jetzt, dass das trocknet. Und währenddessen, ich lege das nur kurz weg, weil das Papier ist nass. Das ist da nichts. Nehme ich mein Papier, was ich immer nehme, für meine Alkoholmarke. Das könnt ihr bei mir im Shop auch kaufen. Ich finde das ganz gut. Muss ja nicht immer das ganz teure von Copic sein. Das tut's auch. Und dann nehme ich mir von hier Sekunde. Die sind Stempel runtergefallen. Nehme ich mir so eine Unterlage aus Gummi, weil ich will ja mit Alkoholmarkern arbeiten. Mir ist was runtergeflogen. So. Und dann nehmen wir hier diese Blümchen und stempeln die uns wieder mit Alkohol fester Tinte aufs Blatt. Wo habe ich meinen Stempelblock hin? Da. Wo ist denn der Kleine hin? Keine Ahnung. Vor allem, wo habe ich jetzt? Ich schaue meinen Sohn an. Nach den Stempel runter. Wo habe ich jetzt das Blatt hin? Hochintelligent. Das passiert. Statt der Schrift brauche ich natürlich die Blumen. Und dann brauche ich einen Acrylblock. Nehme ich meinen normalen, den ich immer nehme. Tue mir hier die Blumen so drauf. Und dann nehmen wir das Lohmfondkissen. Mach das schon ein bisschen weg. Aha. Und stempel mir jetzt hier meine Blümchen so ein bisschen hin. Andersrum. Mache ich mein Stempelkissen gleich wieder zu, dass es uns nicht austrocknet. Den Stempel mache ich nachher sauber, dass ihr nicht so ewig warten müsst. Aber ich tue ihn auf die Trägerfolie. Und dann habe ich jetzt mir hier die Blumen hingestempelt. Und schon habe ich wieder Schmutz drauf. Wie immer. Aber das macht nichts, weil ich will sie eh ausschneiden. Jetzt ist die Überlegung. Wie wollen wir sie ausmalen? Ich würde jetzt mal sagen, in Pink. Weil jetzt haben wir das Rot. Schauen wir mal, ob die passen. Ich würde die Pink-Farben nehmen. Schauen wir mal da unten schnell. Das ist dunkle. Okay. Fangen wir mit dem Dunklen an. Und malen jetzt diese Blumen kurz aus.
lege ich mir gleich offen hin. Wenn ich jetzt mit dem mittleren Pink drüber gehe. Und dann mit dem hellen. Bisschen mischen. Müsste man wieder beim Malen zuschauen. Machen wir noch mal dunkel drüber. Bisschen mit der anderen Farbe. Leichter unten, weiß ich nicht. So, dann drehen wir das. Machen wir die nächste, müsste man jetzt ein bisschen zuschauen. Ich habe heute mit ein paar Leuten gesprochen, auch bei Facebook, und habe, weil es ging um DHL, und dann habe ich festgestellt, dass nicht nur uns in München so geht, sondern durch diese ganze Weihnachtssache es überall hängt und hakt. Also DHL kriegt zurzeit keine Pakete am Land. Absolut ärgerlich, genauso wie ich seit einer Woche jetzt warte, das DPD ausliefert, weil da was unterwegs ist für meinen Drucker zum Sublimieren und auch noch was anderes. Ja, DPD habe ich jetzt Mittwoch, Donnerstag und Freitag angerufen. Am Freitag haben sie mir dann mitgeteilt, es tut ihnen leid, das Paket ist verschwunden. Ist natürlich überaus ärgerlich, kann man da erstmal wieder eine Verlustiganzeige machen. Also, ich verstehe es nicht. Und dann diese ganze Telefoniererei, hockst du ewig an der Hotline. Bei DPD habe ich 30 Minuten gewartet, bis ich endlich verbunden wurde. Also, es ist schon der Hammer. Und bei DHL kriegst du so E-Mails, wenn du dann nachfragst, wo dein Paket ist oder wann die Pakete dann denn endlich ankommen. Ja, das sind dann kleine Wichtelchen am Fließband und dann steht, es ist zurzeit Weihnachtsding und deswegen dauert alles länger. Letzten Montag haben sie noch hingeschrieben, wegen den Witterungsbedingungen dauert alles länger. Müssen sie wissen, aber es ist halt blöd, ewig auf die Sachen warten muss. So, die Blümchen haben wir. Jetzt mal die, dann machen wir. Moment. Oh, ich finde heute nichts. Brauche andere Brille. Würde ich das jetzt noch ein bisschen gelb machen innen drin? Nochmal mit dem drüber kurz. Halt.
könnten sie auch noch mit dem hellen Orange machen. So, nehmen wir nochmal das Gelb, mischeln. Und nachdem drei Blümchen, also ich schneide mir die jetzt gleich aus, ich stanze mir die nicht aus, weil ich wollte die Blumen so an der Seite hin machen. Deswegen male ich mir jetzt da die anderen drei auch noch aus. Noch. Und wer von euch hat schon angefangen, Plätzchen zu backen? Für Weihnachten ist ja bald Weihnachten. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe heuer überhaupt noch nichts gemacht, weil ich zu nichts komme. So, die erste Blume. Im Dunkeln. Die dritte noch. Nein, drehe ich nicht um. Und denkt an die Versteigerung bei uns bei Facebook wegen Isolde, dass die ein bisschen was zusammenkriegt. Ihr kriegt, wie gesagt, wie letztes Jahr, meine gebrauchten Stempel, die ich jetzt hier für die Videos und zum Zeigen hergenommen habe. Die sind ein-, zweimal benutzt, also denen fehlt nichts. Könnt ihr dann im Album ersteigern. Da steht dann auch dort Isoldes Adventskalender, Isolde Versteigerung. Würde mich freuen, wenn ein bisschen was zusammenkommt, weil Isolde macht ja auch ganz viel für ihr Kinderhospiz. Mal wieder innen drin. Ich nehme mal die falsche Seite. So. Nehmen wir nochmal das Orange. Ach ja, und wir haben heute wegen dem ganzen Stress, den wir hatten, Mauspads gemacht. Wer daran interessiert ist, einfach mich anschreiben. Die Mauspads sind schon im Shop. Könnt ihr entweder mit eurem Muster haben oder aber ihr sagt, nee, nicht mit meinem Muster, sondern mit was von uns. Könnt ihr auch haben, je nachdem. Einfach mir
kurz eine E-Mail schreiben oder SMS und dann antworte ich. Die Blümchen würde ich jetzt mit so einer dünnen Nagelschere auseinanderschneiden. Tun wir hier mal schnell rausschneiden. Nicht so ewig hier rumzappeln. Die Blätter lasse ich weg, weil ich will nur die Blüten haben. Plopp. Habt ihr die Hebelschere wieder gesehen? Die habe ich ja auch im Shop. So, ich will nämlich nur die kleinen Blüten. Das mache ich jetzt schnell mit meiner Schere. Einmal rundherum. Dürft ihr mal beim Ausschneiden schnell zuschauen. Mal besser rum. Wollte ich schnell zeigen. Schaut doch schön aus mit dem Pink. Ja, die Karte noch gerade biegen, weil durch das Wasser ist die natürlich latscherig jetzt. Schneiden wir die kleine Blume aus. Eine andere Brille, ich sehe total schlecht. Und wenn ich das Licht so blöd habe, sehe ich gar nichts. Aber zurzeit komme ich leider nicht raus. Das bedeutet, alles nach hinten schieben. Und bei uns haben sie jetzt den Schnee, oder wir haben jetzt den Schnee gehabt. Und jetzt haben wir durch den Schnee und den Regen, der jetzt kommt, Hochwasser angesagt. Dann wird die Isar wieder über die Ufer kommen. Und sie haben eh schon gesagt, Grundwasserpegel steigt auch enorm an. Haben wir schon lauter Warnungen. Dann müssen wir mal schauen, wie es am Montag und Dienstag wird. Aber leider wird es nicht so warm, dass man sagen könnte, man kann jetzt raus, weil durch den Regen und durch den Schnee ist es natürlich noch kälter wie sonst. Das ist wieder so gefährliche Mischung für Leute, die ein Trachiostoma haben. Die Isabel möchte ja auch nicht krank an Weihnachten daheim hocken. Also werden wir auch nicht rausgehen. Wir haben ja hier, die Mosi war ja hier auch auf Besuch. Die ist dann da auch rübergefahren. Wir haben ja das Einkaufszentrum hier, das PEP. Und jetzt vor Weihnachten, da braucht man nicht hin, da ist die Hölle los. Da geht es in der Früh schon los. Kaufen sie ein wie die Idioten, stehst du stundenlang an der Kasse. Egal, wo du hingehst, ob du jetzt Lebensmittel kaufst oder irgendwas anderes, du stehst. Wird ja bei euch, denke ich, nicht anders sein. Aber es ist halt praktisch, oder es wäre praktisch. Es sind zwei Parkhäuser und da kann man das Auto dann schön hinstellen. Aber bei 5 Grad draußen brauche ich nicht anfangen, mit Belly rauszugehen. Und die Weihnachtszeit ist ja auch, das kennt ihr ja von euch, ist ja auch die typische Ansteckzeit. Also lieber daheim und gesund
und ein bisschen abgewartet. Und am Montag kriegen wir sowieso eine neue Logopädin, weil unsere andere, die wir jetzt, seitdem wir in München wohnen, die letzten 1,5 Jahre hatten, die ist von heute auf morgen wieder nach Augsburg gezogen, weil die kam von Augsburg. Und jetzt haben wir eine neue Logopädin suchen müssen. Ist gar nicht so einfach. Der eine macht dies nicht, der andere macht das nicht. Und die meisten sind ausgebucht, weil es viel zu wenig Logopäden gibt. Dasselbe ist mit den anderen Therapeuten, die du so brauchst. Da bist du dann auf einer Warteliste und darfst ewig warten, bis die irgendwann mal Zeit haben und dich übernehmen. So, tue ich das Papier schnell weg. Meine Gummimatte schnell auf die Seite. Und dann würde ich jetzt so eine Moosgummimatte nehmen. Wackelt ein bisschen. Und meine Blümchen ein bisschen in Form bringen. Ich es dann finde. Flatsch. Ich muss meinen Schreibtisch aufräumen. Weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Irgendwie habe ich nie Zeit. Das ist kleiner. So, würde ich jetzt hier mit der ein bisschen die Blumen so. Schwuppdiwupp und weg war sie. Wo ist sie hin? Heute sehe ich nichts. Irgendwo sehen. Belli, hast du sie gesehen? Nee, gell? Die werde ich nachher wieder finden. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Kann ich schnell suchen. Irgendwo hingeflogen. Hassasse. Mir ist eine Blume weggeflogen. Habt jetzt eine weniger. Da waren es nur noch 5. Kleine. So. Muss ich eine weniger kleben. Suche ich nachher. So. Haben wir die Blümchen. Würde ich jetzt meine Karte nehmen und wieder so ein bisschen zurechtbiegen, weil durch das Wasser ist sie natürlich schief. Und dann nehme ich meine Blumen hier zur Seite. Finde ich jetzt doof, dass die abgehauen ist. Aber die sind so klein, die findest du nicht gleich. Liegt bestimmt wieder unter meinem Stuhl. Ja, ihr verzeiht es mir. So. Dann haben wir das Falzbein drüber. Ein bisschen unten bleibt. Ich würde jetzt hier so am Rand die Blümchen hinkleben. Legen wir da was hin, dass ihr es besser seht. Schauen wir mal. Ein bisschen verteilt. Rübergehen. Da oben noch eine hin. Bleibst du wohl da? So. Da hätte ich jetzt die kleine, die ich jetzt irgendwie verloren habe, drauf gehockt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und schon sieht man, dass man nichts sieht, weil man die Nadel nicht reinkriegt. Würde jetzt zum Beispiel so ausschauen.
wirft Schatten. Und da könntet ihr jetzt einen Spruch noch stanzen. Ich habe mir jetzt hier goldenes Papier eben, wie gesagt, geholt. Da könnte man jetzt, ich mache jetzt da nicht vielen Dank oder sonst irgendwas, sondern ich würde da jetzt, weil wir ja Weihnachten auch gleich haben, frohes Fest drauf machen und das reinstanzen. Ihr könntet das auch stempeln, je nachdem, wie ihr Lust und Laune habt. Uns jetzt da drauf kleben. Nicht runterrutscht. Mal schauen, ob ich es richtig rum habe. Aber passt. Nehme ich meine kleine Stanzmaschine. Also die Stifte tue ich schnell weg, dann seht ihr wieder mehr, als wenn hier so viel rumliegt. Alles gut. Hol mal schnell die Stanzmaschine her. Durchgestanzt. Schon durch? Nein. Wieder raus, raus. Wird schnell gewesen. Weg. Das F hängt da drin. Gerade gedacht, das ist auch verschwunden. Nee, das hängt da drin. Holen wir uns die Buchstaben da ein bisschen raus. Auch. Das ist komplett da drin geblieben. Schaut auch lustig aus. Könnte man sich noch zuschneiden, dann hättet ihr gleich noch was für eine Karte. So, wo ist mein Nädelchen? Das T brauchen wir noch. Blöpp. Und dann da noch das F. Alles raus. So, dann nehme ich meine Karte, die so nicht gerade ist. Da habe ich das Frohe. Und da habe ich mein Fest. Und dann kann ich mir überlegen, wie will ich mir das hinkleben? Und dann würde ich mir jetzt, damit es auch gerade bleibt, zum Beispiel, tun wir es da oben hin oder da unten? Da könnte man es fest hinmachen. Und da oben. Muss gerade werden. So, und hier das Frohe. Wo ist meine Pinzette? Nehmen wir das. F. Ganz leichter Kleber drauf.
aus mir die Finger. Wenn zu viel ist, bei Folie ist das immer blöd, dann tue ich das einfach leicht weg. Das O. Genau, mit dem Schwämmchen Kleber drauf tun. Oder ihr nehmt ein Tuch nebendran. Ich gehe da immer ganz gern, wenn ich zu viel habe, kurz mit dem Finger hinten entlang. Dass es auch gerade wird hier. Ein bisschen rüber. Abstand stimmt. So jetzt ausschauen. Brauchen wir das Haar. Das Haar dahin. Dann haben wir es. Sehe ich gerade. Ich verschurl hier vom Fest die Buchstaben. Machen wir das eh. Ist halt eine Fleißarbeit. Braucht er 2 Minuten, bis er das gemacht hat. Wenn es jetzt in dem Fall einzelne Buchstaben sind. Gehe wieder kurz mit dem Finger drüber. Es noch. Wäre natürlich jetzt intelligent gewesen, die Kleberpistole herzunehmen, die wir auch verkaufen. Aber die habe ich nicht da. Besser gesagt, nicht hergeholt, vergessen. Auch passen. Ein bisschen rüber. Haben wir schon mal das Fest. Das Frohes. Würde jetzt so ausschauen. Mit dem Gold. Und das Fest haben wir ja gesagt, dann ein Stück weiter unten. Das würde, nachdem ich ja jetzt hier fertig bin, kann ich das auch hindrücken, andrücken. Und da das Fest würde ich jetzt hier rein büddeln. Wenn es denn will, mein Kleber. Jetzt. Nur leicht. Wieder mit dem Finger drauf. An das Band hingehen. Auch richtig rumkleben. Auf dem Kopf habe, ist das nichts. Herunter. Ein bisschen vor. So. Muss ja ordentlich sein.
hier noch das S. Und das T, dann haben wir es. Hier oben hin. Bisschen rüber. Zu nah, noch ein Stück rüber. Jetzt wieder festdrücken und dann habt ihr auch keine Kleckse und gerade. Würde dann so ausschauen. Zu dem Tag 10 unsere Idee. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren unten ein bisschen was hinschreibt oder wie es euch gefallen hat oder überhaupt. Oder ihr kommt bei mir in die Facebook-Gruppe. Wie gesagt, wir haben ja die Versteigerung für Isolde. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Ah.